Wenn du dich fragst, welche Dinos in Ark die besten zum Farmen sind, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Nico der Profi und heute zeige ich dir, welche Dinos in Ark Survival Evolved meiner Meinung nach die besten zum Farmen sind. Starten wir rein ins Video und wer den Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich meine Videos gerne glieder. Das heißt, heute machen wir das Ganze so. Ich habe euch teilweise mehrere Dinos rausgesucht, mit denen ihr farmen könnt und sie eben nach Leveln sortiert. Das heißt, ab welchem Level ihr sie eben bekommen könnt und werde euch dazu noch erklären, was eventuell besonders an ihnen ist. Aber starten wir ins Video rein und fangen wir an mit der Kategorie Fleisch. Wenn ihr Fleisch farmen wollt, dann seid ihr am Anfang auf jeden Fall gut bedient mit einem Raptor. Den Raptor könnt ihr quasi ab Level 18 zähmen, denn dann bekommt ihr den Sattel auf jeden Fall für den Raptor. Mit dem Raptor könnt ihr erstmal eure Fleischrunden drehen und genügend Fleisch für euch am Anfang sammeln und vielleicht sogar für Dinos, die hier später Fleisch brauchen. Der Raptor ist eben ein sehr schneller Dino, ein kleiner Dino und ein sehr wendiger Dino. Und der Raptor hat mit der rechten Maustaste die Fähigkeit zu springen und kann somit kleine Beute zu Boden reißen, quasi sie niederstampfen und dann eben reinhaken und sie töten. Wenn ihr aber sagt, der Raptor reicht mir nicht mehr aus, dann könnt ihr euch als nächstes den Kano zähmen und dafür müsst ihr mindestens Level 46 sein, denn ab dann könnt ihr euch den Sattel für den Kano craften. Der Kano ist besonders gut, weil wenn ihr ihn auf Schaden zähmt, bekommt ihr immer mehr Prime Meat mit ihm raus. Er ist also auch gut dafür geeignet, Prime Meat zu farmen, natürlich auch für Fleisch und Leder. Das Schöne beim Kano ist, wenn ihr damit Tiere angreift, habt ihr eigentlich immer so einen schönen Kickback mit drin. Das heißt, so ein Trike zum Beispiel kommt auch nicht großartig dazu, euch anzugreifen, weil es auch deutlich unter dem Level von uns. Aber auch beim zweiten sieht man es nochmal gut, dass der Strike immer schön nach hinten fliegt und somit kaum eine Chance hat, euch anzugreifen. Wenn euch das aber auch immer noch nicht reicht, um euer Fleisch zu farmen, dann könnt ihr in der nächsten Stufe auf einen Spino zurückgreifen und den könnt ihr ab Level 71 zähmen. Und der Spino ist einer meiner absoluten Lieblingsdinos, kann super gut Fleisch farmen und hat eben zwei verschiedene Arten anzugreifen. Also einmal eben hier nur mit dem Maul, indem er auf allen Vieren ist. Mit der rechten Maustaste könnt ihr auf die Hinterläufe sozusagen gehen und dann kann er eben auch mit seinen Krallen vorne angreifen. Und das Schöne am Spino ist eben, wenn er durchs Wasser geht und ihr aus dem Wasser rauskommt, werdet ihr gleich oben einen Buff sehen, dann seid ihr nochmal an Land etwas schneller, also etwas sehr viel schneller und könnt nochmal mehr Beute erlegen. Zum Spino-Zähmen habe ich übrigens schon ein Tutorial gemacht, könnt ihr euch gerne anschauen, werde ich unten mit verlinken in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant, so ein Spino zu zähmen, vor allem weil sie super aggressiv sind und sie dadurch sehr oft die Agro verlieren auf euch und auf ein anderes Tier dann gehen, beziehungsweise auf ein anderes Objekt. Wenn ihr aber sagt, Spino ist gar nichts für mich und ich warte lieber bis zum Rex, dann müsst ihr auch nur drei Level mehr warten. Und zwar könnt ihr ab Level 74 anfangen, einen T-Rex zu zähmen, weil ihr ihn dann eben auch reiten könnt. Und auch den könnt ihr nutzen, um Fleisch eben zu farmen. Ihr habt mit der linken Maustaste die Möglichkeit eben anzugreifen. Der Rex ist leider relativ langsam und nicht so wendig. Ebenso der Spino. Ihr könnt mit der rechten Maustaste ein bisschen die Moral eurer Gegner senken, indem ihr ein bisschen rumbrüllt. Auf jeden Fall eignet sich dieser auch gut zum Fleischfarmen, müsst ihr eben wissen, was ihr da bevorzugt. Ich für meinen Teil bin da irgendwie auf der Spino-Seite, habe mich richtig in den Spino verliebt, mag den richtig gerne. Er ist auch einfach übertrieben groß und macht auch richtig Spaß zu spielen. Kommen wir nun zum Strohholz bzw. Beeren und die erste Möglichkeit bzw. eine der ersten Möglichkeiten, die ihr dort habt, ist das Trike. Und das könnt ihr ab Level 16 zähmen und damit könnt ihr am Anfang auf jeden Fall schön Beeren farmen. Und auch ein bisschen Holz und auf jeden Fall ein bisschen Stroh, also mehr Stroh als Holz. Und dafür eignet sich das Strike auf jeden Fall super gut. Und zum Verteidigen ist es eben auch sehr gut, weil ihr durch diesen Angriff einen schönen Kickback auch habt, ähnlich wie beim Kahn und sogar noch ein bisschen mehr. Und auch gegen Raptoren kommt ihr da gut gegen an, auch wenn sie eben diesen Sprung mittlerweile haben. Ich habe sogar mal mit meinem Strike einen Alpha-Raptor kaputt gemacht, was ziemlich cool war. Danach ist er zwar gestorben durch einen anderen Raptor, aber das ist nicht so wichtig. Wenn ihr aber sagt, hey, das reicht mir noch nicht aus mit dem Trike, ich möchte noch etwas mehr sammeln, dann könnt ihr auf einen Stego umsteigen. Den könnt ihr ab Level 26 zähmen und damit könnt ihr mit der Schwanzspitze noch ein bisschen mehr sammeln, also einfach größere Flächen abfarmen. Der Nachteil hierbei ist allerdings, dass der etwas langsamer als das Strike ist und deswegen ist es immer so eine Sache, für was man sich jetzt entscheidet. Ebenfalls könnt ihr damit Stroh und Holz farmen und hier ist es auch so, dass ihr eher Stroh als Holz farmt. Und auch bei der Attacke ist es so, dass ihr eben den Gegner mit eurem Schwanz weit wegschlagen könnt, ist aber immer so eine Sache, ob man damit trifft oder nicht.
Wenn ihr dann Level 30 erreicht habt und etwas schneller unterwegs sein wollt, dann ist der Iguanodon zu empfehlen. Mit dem könnt ihr auf jeden Fall auch Beeren sammeln. Natürlich nicht auf einmal so viele wie mit dem Stego oder mit einem Trike. Aus Stroh und Holz funktioniert. Aber was super beim Iguanodon ist, folgendes, dass ihr eben auf allen Vieren laufen könnt. Und dann habt ihr keinen Ausdauerverlust. Das heißt, ihr könnt euch sehr, sehr weit mit ihm bewegen. Also unendlich weit quasi, weil ihr keinen Ausdauerverlust habt. Er ist super schnell und auch wendig. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas farmen müsst, könnt ihr das sehr schnell mit ihm machen. Beziehungsweise ihr könnt euch mit ihm auch gut verteidigen, weil er eben auch auf alle zwei gehen kann. Und dann kann er eben zustechen mit seinen Däumchen. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall auch gut verteidigen oder könnt eben schnell den Rückzug antreten, wenn es sein muss. Falls ihr mal richtig viel Stein braucht, dann ist auf jeden Fall der Dödi zu empfehlen. Auch einer meiner absoluten Lieblingsdinos, weil ich den einfach absolut süß finde. Und der ist ideal für Stein geeignet. Eigentlich ist es der beste Dino für Stein, weil er eben nur Stein rausfarmt. Den könnt ihr mit Level 34 bekommen. Also den Sattel bekommt ihr mit Level 34. Und ihr bekommt eben nur Stein aus Stein raus, was eine ziemlich coole Sache ist, falls ihr eben große Bauten haben müsst. Was auch cool ist, ist ganz einfach, dass ihr mit der rechten Maustaste mit dem Dödi durch die Gegend rollen könnt. Ist ein bisschen unlogisch, macht aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Was auch noch zu erwähnen ist, ist folgendes. Ihr habt einfach einen sehr großen Buff auf Stein beim Dödi im Inventar. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal rübernehme, sind das nicht 25,9, sondern 103,8, die das Ganze wiegt. Übrigens, wenn ihr seht, dass ein Dödi angegriffen wird, müsst ihr natürlich, und das ist eure Pflicht, ihn verteidigen und retten. Das ist klar. Wenn ihr Eisen farmen wollt, dann bietet sich auf jeden Fall am Anfang der Ankylo an. Den Ankylo könnt ihr mit Level 36 bekommen. Und dieser ist darauf spezialisiert, eben Eisen zu farmen. Wird jetzt hier nicht so gut klappen, beziehungsweise Metall zu farmen, wird jetzt hier nicht so gut klappen, weil wir eben hier keine Metallsteine haben, sondern die normalen Steine. Aber da bekommen wir eben vermehrt mit Metall aus einem Stein raus. Ist auf jeden Fall ab Level 36 zu empfehlen und macht eben sehr, sehr viel Sinn bei den goldenen Steinen, die wir jetzt leider hier nicht haben. Was auf jeden Fall auch erwähnenswert ist, ist eben wieder der Buff, den wir hier haben auf Metall. Das Ganze wiegt jetzt hier 1,5. Hier drin 0,4, ist jetzt natürlich auch nur ein Stack von 3, aber dennoch ist eben der Buff da, das heißt, ihr könnt damit mehr Metall schleppen. Eine weitere Möglichkeit, Metall zu farmen und meiner Meinung nach auch eine sehr effektive, ist mit einem Argentavis. Wenn ihr Level 62 erreicht habt, könnt ihr den Argentavis-Sattel freischalten und euch einen Argentavis ziehen. Damit kommt ihr in die Region rein, wo sehr viel Metall ist. Und wenn ihr eine Metallspitzhacke habt, macht es auf jeden Fall Sinn, weil ihr, glaube ich, mit einer ziemlich ähnlichen Rate wie beim Ankylo Metall abfarmen könnt. Und ihr habt hier eben auch einen Buff auf Metall, ganz genau wie beim Ankylo. Allerdings ist der Buff hier nicht so groß, ihr habt 0,8 im Vergleich zu 0,4 beim Ankylo. Ein weiterer Vorteil am Argentavis ist aber eben, dass ihr eine Werkbank quasi mit dabei habt im Sattel. Wenn es darum geht, effektiv Holz zu farmen, gibt es im Prinzip auch wieder zwei Möglichkeiten. Einmal haben wir das Mammut, welches bereits ab Level 31 zur Verfügung stehen könnte. Und damit könnt ihr wirklich sehr, sehr viel Holz farmen und natürlich auch sehr, sehr viele Beeren. Dafür müsst ihr einfach rübergehen. Aber primär ist natürlich das Mammut dafür gedacht, Holz zu farmen. Und damit bekommt ihr auf jeden Fall ordentlich was raus. Das heißt, ihr bekommt damit primär Holz raus. Und sekundär Stroh. Das Mammut ist sehr schnell unterwegs für seine Größe und hat auf jeden Fall auch einen Holzbuff. Das heißt, 311 Holz wiegen hier 19,4 und bei uns im Inventar sind das dann 82,3, beziehungsweise ich hatte auch noch ein bisschen was liegen. Also 20,6 zu 82,3. Ab Level 61 würde euch dann auch der Biber zur Verfügung stehen, den auch viele nutzen, um Holz zu farmen. Ich allerdings bevorzuge das Mammut, weil man es auf einem geringeren Level einfach kriegen kann. Und ich den Vorteil nicht unbedingt beim Biber sehe, sondern eher beim Mammut. Aufgrund der Größe, der Kampfkraft und der Effektivität eben beim Holzfarmen. Hier bekommen wir auch primär Holz raus und sekundär Stroh. Haben hier auch wieder einen Buff auf das Ganze. Können aber nicht so viel tragen wie in einem Mammut. Und der Biber ist natürlich auch schnell unterwegs. Da ist vielleicht der Vorteil gegenüber dem Mammut da. Also das ist so ein Ding, das müsst ihr einfach wieder selber entscheiden, was ihr da bevorzugt. Beziehungsweise was ihr euch einfach zähmen wollt. Beziehungsweise wie lange ihr einfach auch warten wollt. Wenn ihr mal ganz viel Dünger braucht, solltet ihr euch auf jeden Fall ein Dungbeetle bzw. Mistkäfer zähmen. Das Ganze ist eine Passivzähmung und da habe ich euch auch schon ein Video zu gemacht, wie man das Ganze eben macht. Ihr könnt den Käfer dann beladen. Wie ihr das macht, habe ich euch in dem Video auch gezeigt. Ich glaube, das war mit Mist und mit Stroh oder nur mit Mist und dann bekommt ihr auf jeden Fall Dünger raus, der sehr, sehr gut ist für eure Felder.
Wenn ihr Zement braucht, macht es Sinn, eine Achatina-Schnecke zu zähmen. Die produziert dann für eure Schneckenpaste. Die könnt ihr einfach auf Wandern stellen in einem Raum und dann könnt ihr überall hinter ihr Zementpaste aufsammeln. Ist, glaube ich, nicht mehr im Inventar bei ihr drin. Das war früher mal so. Und diese Schneckenpaste könnt ihr dann ganz einfach als Zementersatz benutzen. Und zu guter Letzt, wenn ihr einen Dino braucht, der euch ausschließlich Fasern farmt, dann seid ihr mit dem Terzi sehr gut bedient. Dafür braucht ihr Level 69 und eine Menge Geduld und ein bisschen Skill, damit ihr ihn euch zähmen könnt. Ich habe das bisher einmal gemacht und es war sehr zeitaufwendig, weil ein Terzi einfach unglaublich viel Narkosemittel verschlingt. Aber mit der rechten Maustaste könnt ihr einfach an die Büsche rangehen und farmt euch eben nur Fasern aus den Büschen raus, was mega gut ist. Außerdem ist ein Terzi sehr, sehr angriffsstark und kann deshalb auch sehr gut Leder, Keratin und Prime Meat farmen. Und auch das Farmen von Holz ist damit möglich. Primär Holz, sekundär Stroh. Ist also so ein richtiger Allrounder, der Terzi. Und es ist eben mega genial, dass ihr mit der rechten Maustaste ausschließlich Fasern farmen könnt. Das heißt, ihr habt dieses ganze Beiwerk von Ehren, das ihr wahrscheinlich gar nicht braucht, mit dabei. Mega gut. Das waren auf jeden Fall die Dinos, die ich euch vorstellen wollte zum Farmen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben lassen. Wenn dir das gefällt, was hier auf dem Kanal passiert, also Tutorial, Guides und Let's Play zu Ark, dann kannst du auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.